Jo Leute, was geht ab? Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS19 Let's Play Ungelsheim. Ja, wir sind in Episode 2 angekommen und wie ihr seht, haben wir noch gar nichts gemacht. Woran das liegt und so und was ich mit euch hier noch bereden möchte, ja, das folgt jetzt in diesem Video. Ich suche einen gewissen Arthur Morgan. So, wie ihr wahrscheinlich schon mitbekommen habt, sind wir hier in Ungelsheim. Eine sehr schöne und relativ große Map. Ja, die schon relativ lange im LS19 verfügbar ist. Und naja, wir haben ja unser neues Let's Play und ich habe. Wie ich meine, wie ihr seht, habe ich, es ist 15 Uhr hier in-game. Ich habe einige Zeit damit verbracht, mir die Gegend anzugucken und mich so umzuhören, was hier so alles abgeht und so. Das letzte Mal, also in der letzten Episode, sind wir ja zu 20 Uhr gekommen. Ja, nachdem ich die Nacht in meinem wunderschönen Haus da hinten verbracht habe. Also nicht das da, sondern das da hinten. Ja, und ich dann aufgewacht bin, habe ich dann meine restliche Zeit damit verbracht, mich hier umzusehen und so zu schauen, was hier so los ist in der Stadt bzw. in dem Dorf. Und naja, wie man sehen kann, es gibt hier zwei große Parteien. Da sind wir. Das ist das Land, was ich gekauft habe. Das hier gehört auch irgendwie dazu. Das werde ich aber im Laufe der Folge wahrscheinlich auch noch verkaufen. Ja, das hier ist das Gebiet des Meierhofs und das hier ist halt das, was der städtischen Bank gehört. Ja, und das ist halt so ziemlich alles. Aber ich glaube, im Laufe unserer Zeit hier werden wir einiges davon auch abkaufen können. Wahrscheinlich vielleicht auch von dem gewissen Meierhof hier, ja, der ja unser direkter Nachbar ist praktisch. Ich meine, ich weiß noch nicht genau, wo dieser Meierhof sich befindet, aber das werden wir wohl auch noch im Laufe der Zeit rauskriegen. Werde mich da wahrscheinlich ein bisschen umhören und dann werde ich den schon finden, diesen Meierhof. Aber ja, wie man sieht, der hat ziemlich viel hier an Gebiet und ja, der Bank gehört natürlich das meiste. Aber ich würde sagen, wir gucken uns erstmal, ja, gucken uns erstmal besagtes Feld an, was wir da anscheinend nämlich verkaufen wollen. Weil ich habe schon einige Pläne, ich habe mir schon einige Gedanken gemacht, wie ich diesen Hof hier aufbauen könnte. Weil ich meine, wie ihr seht, wir haben relativ alte Maschinen und so. Und ich meine, wir sind ja frisch aus der Oberlausitz gekommen, wo wir ja schon relativ, naja, mehr oder weniger moderne Geräte hatten. Blöderweise hat dieses Land hier sehr, sehr viel gekostet und naja, da war nicht gerade Geld übrig für neue Maschinen. Was halt ziemlich blöd war, aber gut, so ist es halt. Aber ich habe schon einen Plan, nämlich die städtische Bank hier. Ich meine, wir haben hier noch keinerlei Mist oder sowas gebaut. Will heißen, wir haben zwar nicht irgendwie gute Kontakte hier, allerdings ja, scheinen die Leute hier relativ offen zu sein und deshalb habe ich ja, ein bisschen die Hoffnung, dass man uns hier einen saftigen Kredit geben wird, den wir dann im Laufe der Zeit relativ schnell hoffentlich abzahlen können. So, was war jetzt unser Feld hier? Ich bin mir nicht sicher. Also entweder war es das hier oder das da vorne, aber ich weiß es nicht. Ich werde mich mal hier an den Rand stellen. Moment mal, wir sind ja ein Traktor, ich muss ja gar nicht. So. Das hier ist meins. Oh. Dann gibt es hier eine kleine Planänderung, nämlich wenn wir dieses Feld hier erstmal abernten, bevor wir es verkaufen, weil. Dann haben wir auch schon mal die ersten Erträge hier. Dann werde ich hier schon mal den Kipper da hinten anspannen an diesen Trecker hier und dann werde ich den ja, Dings hier, den Mähdrescher von da hinten holen und hier beginnen zu dreschen. Aber ja, das seht ihr dann jetzt in der Timelapse. Thank you.
Das hat aber echt länger gedauert, als ich dachte. Also, bei aller Liebe. Das war aufwendig. So. Kugel, ich habe keine Ahnung, warum du hier so rumhupst. Ich mache hier gerade nur meine Arbeit, ja? Ganz ruhig. Zwei Dinge. Erstens, das Ding hier ist noch ausgeklappt. Ach komm, wir lassen nicht mal vor. Dazu, du auch. Ich komm, dann lass mir den auch nochmal vor. So, das liegt da anscheinend ganz gut. Kann ich hier das Licht mal ausschalten? So. Ding ist dran. Ja, also ich muss sagen, das war eine relativ erfolgreiche Ernte. Wir haben auch ordentlich Geld verdient. Was bedeutet, es steht erstens dem Verkauf und zweitens dem Kredit nichts mehr im Wege. Allerdings werden wir das in der nächsten Folge machen. In dieser Folge werden wir nur noch das Feld verkaufen. Alles klar. Ich weiß nicht, was das für ein Tier war, aber das hat mir erstmal dazwischen gesprochen. In diesem Video werden wir nur noch das Feld verkaufen, die Geräte verstauen und ja, dann war es das eigentlich auch schon. Mehr machen wir heute nicht mehr. Im nächsten Video, je nachdem, ich meine, ihr könnt es ja auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das für eine gute Idee haltet oder ob ich das vielleicht doch lieber lassen soll mit dem Kredit. Ja, könnt ihr mir gerne auch mal in die Kommentare schreiben.
wie ihr das so findet, ob ihr denkt, dass das sehr, eine sehr intelligente Aktion ist oder ob ihr denkt, dass das eher schwierig ist, eher weniger gut. Könnt ihr gerne mal auch in die Kommentare schreiben. Falls es so rüberkommt, als wäre ich müde oder so, also nur mal so, falls es so rüberkommt, ich weiß nicht, ob es so rüberkommt, aber wenn das so rüberkommt, dann liegt das wahrscheinlich daran, dass ich halt einfach wirklich müde bin und mich deshalb halt wahrscheinlich auch dementsprechend anhöre. Deshalb tut es mir leid, aber ich habe das Video hier an einem sehr ungünstigen Zeitpunkt aufgenommen. Und zu einem Zeitpunkt, dem ich eigentlich schon schlafen sollte, weil ich am nächsten Tag so oder so viel zu tun habe. Mir das eigentlich gar nicht leisten kann. Oh, schnell über die Straße. So, ab zum Hof. Jetzt sind wir da. Verkaufen wir nochmal schnell das Feld. So, das ist die Nummer 76. Die hat einen Wert von knapp 128.000. Ja, also das ist nicht schlecht. Ich werde mal schauen, ob der Meier mir das direkt abkauft. Da werde ich mal im Telefonbuch schauen, wo die Nummer von dem ist und dann gucken wir mal. So, das verlief schon mal super. Die Gespräche haben direkt geklappt. Er war so oder so, also der liebe Herr Meier war so oder so sehr interessiert an dem Feld, weil alle umliegenden Felder ihm ja auch schon gehören und deshalb wollte er das Feld so oder so kaufen. Wir haben uns auf einen Preis von knapp über 128.000 Euro geeinigt und er wird das Ganze zeitnah überweisen. Aber wir müssen auch erstmal den Vertrag unterschreiben, weswegen ich mich so oder so noch zu seinem Hof begeben werden muss. Habe ich schon erwähnt, dass ich müde bin. Obwohl, eigentlich könnte ich... Ach nee, wir haben das jetzt schon so abgemacht, dann werde ich bei ihm vorbeischauen. Allerdings werdet ihr das wohl erst in der nächsten Folge sehen.